Los. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde. Ja, die Woche hat sich bei uns das Parlament ja wieder getroffen. Nationalräte sind für die Herbstsession wieder im Bundeshaus zusammengesessen, aber zur Sicherheit zwischen den Plexiglasscheiben. Ja, ja, wir von den Grünen hätten für diese Scheiben lieber Altglas gehabt oder noch besser. Was die Hell? Die Grünen hätten die Scheiben. Bitte mal schnell, Frau Matullo, ja, der Bastian Schirra möchte gerne noch ein bisschen weiterreden. Ja, noch besser als Glas wäre einheimische Hecken. Das wäre ja gut für Biodiversität im Bundeshaus, sage ich. Mir ist der Plexiglas lieber, seit wir diese Scheiben haben. Rieche ich ja nichts mehr, wenn eine Jacqueline Badran neben mir raucht. Ganz Ihre Meinung, Herr Löwra. Wir stellen jetzt dann auch so Plexiglasscheiben auf. Um ganz Oberwilieli herum. Ja, der Ständerat hat diese Woche ja auch gesagt, zur kontrollierten Cannabisabgabe. Ja, wie gesagt, ich meine, da bin ich dagegen. Ja, ja, weißt du, ich meine, will ich nicht, dass mir der Staat vorschreibt, wie viel ich darf kiffen, verstehst du? Ja, keine Angst, Baschi, es geht zuerst einmal nur darum, dass der Staat für Studien darf Cannabis abgeben. Ja, aber ich will mein Cannabis trotzdem nicht vom Staat, oder? Ich meine, vom Staat will ich nur ein SBB-Billett für den Filter. Was man tut. Die Kiffe lebt vom Unkontrollierten, vom Wilden. Drogen sind fucking Anarchie und Cannabis vom Staat ist wie Röckenrau ohne Verstärker, verstehst du? Oder Sex mit der eigenen Frau. Ja, beim Covid-Gesetz hat das Parlament diese Woche ja die Macht vom Bundesrat beschnitten. Ja, das ist ein fataler Fehlentscheid, Herr Gerber, gell? Weil das Covid-Gesetz hat mir erlebt, noch vor einer Abstimmung all die Kampfjets kaufen. Ja, und was brachten denn die Kampfjets jetzt im Kampf gegen Corona? Gesundheit, Herr Gerber, mit einem einzigen Kampfjet können wir in 20 Sekunden die ganze Ostschweiz desinfizieren. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde. Der 11. September und immer noch gibt es täglich die Fallzahlen von Corona, die das BAG täglich veröffentlicht. Ja, ist klar, oder? Ich meine, mit dem Virus ist nicht zu spassen, oder? Allerdings müssen wir differenzieren, oder? Ich meine, wenn jemand unter plötzlicher Atemnot leidet, dann muss das nicht zwingend Corona sein, oder? Ich meine, vielleicht hat man auch nur einfach einen Tennisball in den Hals bekommen. Da haben Sie recht, Herr Federer. Es ist nicht alles gerade Corona, wo dann aussieht. Letztens habe ich einen Zäferlack gegessen und absolut nichts dabei geschmeckt. Zuerst habe ich natürlich gedacht, aha, Verlust vom Geschmackssinn, jetzt hast du Corona. Uiuiui, ja klar, noch sagen Sie noch mehr. Ja, es ist nicht so, wie Sie denken. Ich habe zum Glück gemerkt, dass ich nicht in den Zerval abbissen habe, sondern in was? In eine Tofu-Wurst. In zwei Wochen ist ein grosser Abstimmungssonntag. Jetzt hat sich ausnahmsweise mal eine Firma in den Abstimmungskampf eingemischt. Mit einer Montageanleitung macht IKEA Werbung dafür, dass man sich an der Urne für den Vaterschaftsurlaub entscheidet. Die von der IKEA haben doch einen Schraubenlocker. Die Weltwoche hat recherchiert und zum Glück herausgefunden, in der ganzen Geschichte von IKEA hat noch nie eine Montageanleitung das gewünschte Resultat gebracht. Das ist absolut Standard. Ja, gut, meine. Wenn ein Vater noch eine Montageanleitung braucht, wie es Zwilling geht, einfach bei mir melden, oder? Dann bekommst du gerade doppelt so lange Urlaub, oder? Auch noch gerade, Herr Federer. So sozialistische Blödsinn können sich nur die Schweden leisten. Dort wird man ja nach dem zweiten Kind gerade pensioniert. Aber wissen Sie, haben Sie das Gefühl, die Einmischung jetzt so in Abstimmungskampf könnte IKEA schaden, Herr Glarner? Nein, ich kann sowieso nicht dort posten, solange die ihre Schüttbüller nicht mit selber machen. Die Parteileitung von der CVP will ja durch christlich-konservative Parteien einen neuen Namen geben, die Mitte. Wenn man die Mitte sucht, dann findet man sie nicht in der Politik, sondern in Indien. Meditieren statt debattieren. Schöner Gedanke, Stefan Eich. Aber vielleicht zum Schluss noch etwas aus der Politik. Ja, Herr Blocher? Oh, sie ist doch ganz was Heiri. Ja, aber der SVP, sagen wir alle, die gegen uns sind, sowieso einfach nur Linke. Oh? Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker.